eins zu eins für einen Kuhplatz gelaufen. Haben wir auseinandergeschnitten und sind für Teile gemacht. Da hat er alle Bäume rumgemacht. Wenn die Kuh sind, dann alle Bäume rangehen, dann ist das Tag. Aber ich sage ja, nee. Derzeit. Ich glaube, die haben, wenn sie gestern Abend gekommen sind, ich hatte auch ein Fenster geguckt, haben sie bei mir vor die Tür gefragt. Die sprechen auch nicht mehr so viel zusammen. Ach ja, doch. Das passt schon. Und Auto ausgestiegen, sie und er und sie. Ich sage ja, kein Wort gesagt. Da haben wir den ganzen Tag miteinander gequatscht, sind ja auf Arbeit. Hat die jetzt eine Kündigung gekriegt? Was? Hat die jetzt eine Kündigung gekriegt? Ich geh's nicht dran, ich weiß. Um Gottes Willen. Oder nur eine Abmahnung? Keine Ahnung, ich weiß was. Alex hat nicht. Na, sag das doch nicht. Was? Du hast doch gerade gesagt, die muss raus. Naja, eine fristlose Kündigung. Die waren wirklich keine Ahnung. Eine fristlose Kündigung ist sofort. Ja. Ei, ei, ei. Ja, ich wüsste nicht, wie ich heiße da weiterlaufe. Kann ich da jetzt nicht sagen. Entschuldigung, aber bitte. Was Alex gesagt hat, er jetzt in die Stadt Ostern nicht. Du bist der Erste heute. Nicht, dass die Treppe runterfällt. Alles gut. Das Rad ist da, ich mach's mal fertig bis dahin. So, der ist ruhig. Mit dem Riss hier damit nicht mehr. Wird ausgetauscht. Der ist fertig. Der muss ausgetauscht werden, der Reifen. Ja. So, der Auftrag ist beendet. Es geht Zeitung lesen. Meine Tochter spielt nur einen Drachen. Na los. Na los. Loslassen die Schnur. Loslassen. Achso, da bist du Ecke. Bleibt Mama. Keine Gefahr, dass morgen keine 12 Räder da sind. Keine Gefahr, dass morgen keine 12 Räder da sind. Es ist heute alles noch da. Das ist unglaublich. Warum Kim? Alle 12 Räder? Na, 12 Räder sind morgen reserviert. Aber wie? Das habe ich schon. Ich habe den einzigen Tag in der Woche Geld verdienen, offensichtlich. Aber ein bisschen Geld zumindest. 12 Räder sind ja auch nicht billig. 100 Euro. Das kann kaum. Nicht mal 100 Euro.
96 Euro. Es war nur ein einziger Kunde da. Das ist voll öde, die Tage jetzt. Nichts passiert. Und Hunger. Und Hunger. Das wird so bleiben. Wenn es so weitergeht, müssen wir Hunger. Endlich ist Mama da. Die war auf Achse. Ja, die ist jetzt total fertig, glaube ich. Magst du jetzt eine Flasche trinken oder was? Aua! Toll. Wahnsinn, alles auf immer. So, gut, dann bis später. Wieso? Wieso? Braucht ihr einen Psychiater oder was? Ja, die braucht eigentlich auch einen. Ja, dann bitte. Gibt ihr hier noch auf der Welt? Genug Bekloppte und genug ja, Psychiater. Das ist freiwillig, weißt du? Nee, nicht freiwillig. Sedieren und dann Kinder. Schön, die Mutter von Matteo sedieren. Was hab ich dann davon? Eine ruhige Mutter von deinem Sohn. Das macht dich schon immer wieder selber, das Sedieren. Ja, mit dem falschen Zeug. Ja, naja, es wirkt aber. Aber natürlich sieht es ja aus wie ein Geist. Fange ich vorne an? Erstmal schraubst du den Kettenschutz runter. Okay. Ihr müsstet mit Ruhe machen, bitte. Ja, ja. Ich habe zu dir gesagt, auch am Anfang, du kannst ja alles Mögliche machen, aber er darf mich nicht in keinster Weise mehr belasten, weil ich genug zu tun habe eigentlich. Ja. Das ist mir alles zu stressig, wisst ihr? Das geht nicht. Vielleicht hältst du mal 2, 3, 4, 5 Stunden aus, aber wie gesagt. Ja, ich weiß. Jeden Tag. Du, ich hab das ja auch. Ich verstehe. Oh Mann, schon schmeißt er alle durcheinander hier. Was jetzt? Hast du es nicht angeschlossen? Womit? Na nimm das Schloss da oben und schließ das bitte an. Muss man nur einer wegtragen. Ganz schmutzig, mittelschmutzig und der Reinlappen. Dann habe ich ja noch diese die weißen und die rosanen Handschuhe. Aus 160er Baumwolle. Seile. Seile ist. Wie war das? 120er Faden? Ja. Feinste Seide, ägyptische? Ägyptische? Ägyptische Seide? Ägyptische Seide, genau. Sind da auch Speichen? Das sind sogar auch Speichen, das ist ja immer nicht schlecht. Auch, guck mal, das hat überhaupt sein Gummistand. Und die wollten auch abhauen, ich verstehe das gar nicht. Unter der Langeweile verbiegen die sich hier irgendwann ab, oder? Kann auch passieren. Ich meine, klaust du echt die ganzen Räder, oder? Es ist nicht geklaut, es ist von Birgit, meiner Ex-Freundin. Ach, die O. Die hast du auch an der Backe. Ja, die hab ich. Ja, ist ja kein Wunder.
wenn du mit Frauen so zu tun hast, dann ist es kein Wunder, dass du so durch bist. Nein, die habe ich zum Glück nicht mehr. Naja, schön, ja doch. Nee, wir haben jetzt. Ach, du hast ihre Trachte geklaut. Jetzt. Als wieder gut machen. Hallo? Hallo? Das kriegt jetzt die Joel, ja. Die verschwindet eh in der Woche. Also braucht noch einen Rad. Und dann kriegt das die Birgit wieder. Ja? Hat sie wieder ein schönes Fahrrad, was sie einfach verrotten lassen kann. Na, bitte. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Bis die Kette weg ist. Genau. Ja, wahrscheinlich wird die Kette ja abgefallen sein bei der letzten Fahrt. Dann hat sich gedacht, ach, ich benutze die ja eh nicht mehr. Was soll's? Lass ich wohl nicht mehr reparieren. So ist es doch meistens. Kein Mensch schraubt die Kette ab. Das kannst du wissen. Nee, glaub ich auch nicht. Die war ja ist abgefallen und fertig. Das war's. Dann hat sie in der Ecke gestellt und gesagt, ach, benutze ich eh nicht mehr. Nee, die ist bestimmt nicht mal mehr damit gefahren. Die Kette geht der Sackel geklaut. Verstehst du, die Kette geht nicht von alleine weg. Also kein Mensch nimmt eine rostige Kette runter, gerade bei den Rädern, die dabei stehen. Ja. Nimmt keiner. Nein, ich hab die Kette vor ein paar Monaten ja auch noch sozusagen am Rad rumhängen sehen. Sie war schon offen. Aber der Sattel wurde halt geklaut vor 2 Jahren und seitdem ist sie halt einfach nicht mehr gefahren. Obwohl ich denke, auch ein Fahrradladen ist zurückgeschleppt. Ja. Da sind die Leute. Dann lass uns stehen, dann hast du so eine Leiche da rumrotten. Überall. Wo jeder andere sagen würde, man könnte man auch schön nutzen. Das ist ja nur ein Wohnraum, der leer steht. Ne, das verrottet ja, das heißt, es wird zerstört für die Menschen. Dann und das fördert die Kriminalität. Und das fördert auch diesen Neuramschbau. Schrott. Weil ich sage, ich kaufe das lieber neu, da habe ich mehr Sicherheit. Das ist ja Quatsch, das ist neuer. Aber fördert halt die Kriminalität. Das fand mich am meisten aufregend. Bei neben diesem verrottenen Rad stehen eben Räder, die alle noch gut sind. Und wenn sich einer sagt, der baut da was ab, dann baut er an dem Rad daneben, was nötig ist, genauso was ab. Das ist das Problem, was ich damit habe. Aber du hast wahrscheinlich auch eher so ein eingeschränktes Sichtweise. Was ja, ich bin sowieso komplett eingeschränkt. Nein, bist du nicht. In deinen Feldern bist du der Gott, der Zauberberg Merlin. Und deswegen hat dich das gestern ein bisschen erschüttert, als du sagst, ja, da muss ich hier aufhören. Hör mal auf mit diesem Aufhören. Es gibt keinen Vergleich. Na, wenn es sich nicht mehr lohnt, muss ich aufhören. Ja, das stimmt schon. Ich habe ja die Kette jetzt, die du da benutzt, zum Beispiel. Hätte ich auch beiseite gepackt, weil sie noch gut ist. Weg, ne? So. Du, dafür kann ich dir ja auch 5 mal geben. Ach, nee. 5 will ich gar nicht haben. Aber 2 Euro reichen mir völlig aus. Was ich meine, so eine Sache. Dann spende ich für die Kinder. Guten Tag. Ja, für meine Kinder kannst du ja spenden. Spende ich für die Kinder. Spende. Ich habe einen Christian. Was ist das hier? Ja, genau. Ich klaue den ja auch nicht. Ich hebel die nur auf. Das ist von meinem gekauften Rad, Digga. Das ist jetzt der Sattel, den ich hier angebaut. Die Stange habe ich mitgebracht. Aus meinem Keller. Kannst du übrigens. Ich hebel die nur auf, oder was? Hä? Oder wieder was? Ne, das habe ich jetzt gemacht. Ne, es ist doch. Sie ist nicht da, diese Freundin. Die ist viel unterwegs als Filmfrau. Nein, das ist ihr Schloss. Das macht sie mit dem Knoten zu. Fertig. Dann machst du mit. Jetzt hörst du auf mit dem Knoten zu. Du machst die runter mit dem Knoten zu. Guck mal, das gibt's doch gar nicht. Du machst die. Naja, aber so Teile drin raus rumliegen lassen und dann auch aufgebrochene Schlösser ist vor dem Fahrrad haben. Wie sieht denn das aus? Muss man schon so ein bisschen den Blick zu. Ach so. Was ist denn die Kamera geil? Ja, das ist ja von dir, habe ich auch gesagt. Das ist ja von ihm. Der lügt. Ja, der lügt. Ich selber gerade eben ein Mietrad organisiert. Tommy. Ach, hör auf. Tommy, 100% gibt es nirgendwo. Hat doch alles keinen Sinn. Nirgendwo doch, ist bei gut. Mir, 100%. Ja, Tommy. Ich stehe 100% ist hinter dieser Sache. 100% ist der Tod. Naja, aber was willst du denn von nirgendwo? Da hast du doch den 100%. Hä? Ja, hast du selber gesagt, 100% gibt es nirgendwo und 100% ist der Tod. Na, was denn nun? 100% gibt es nirgendwo oder 100% ist der Tod? Ich gehe gleich wieder. Ja, ich hab's weg, verstanden. Raus. Was jetzt? Ja, bitte, was darf sein? Ja, ich hab mal Frage. Ich hab da oben so ein allgemein gebrauchte Profit drauf zu stehen. Papiere habe ich bei, habt ihr Interesse, Namen oder so. Allgemein gebraucht? Ja, ja. Papiere, was für Papiere hast du? Da, wo der, die Rahmennummer drauf steht. Wo du mal gekauft hast, oder was? Der ist ein Haus, Kaufhaus, oder? Ja, ich meine, da, auf dem Kanal, du hast auch die Dinge einmal beizutreten. Was ist denn der erste für einen Wochentag? Was? Heute ist Donnerstag. Ne, was der erste für einen Wochentag ist. Der erste wird müsste Freitag sein.
Freitag. Nein, kommst aber auch am 1. vorbei. Ich bin dann am 1. hier. Fahrradankaufbelei bis zum 1. Was haben wir denn? 9. schon? 9.2017. Das war groß auf jeden Fall. Ja, ich gebe es ja noch nicht weg, ist mir auch lieber. Mir sind ja schon fast die Tränen gekommen, wo ich 70 gesagt habe. Weil ich gedacht habe, wie blöd bist du eigentlich? Weil ich muss ja früher oder später sowieso wieder ein neues Fahrrad kaufen und dann so ist es am besten. Jetzt weißt du ja wo. Naja, aber die sind meist in schlechteren Zustand wahrscheinlich. Wie ist das jetzt nicht? Machen die, verkaufen die geklaute Räder? Ja, wollen, oder die haben so viel. Die verkaufen keine geklauten Räder, aber durch die Polizei wird es ja wieder legalisiert. Ach so. Ja, gut. Die beschlagnahmen die und aus der Beschlagnahme kannst du die kaufen. Und da kriegst du manchmal so ein Rad für 15 Euro so, ja, wenn keiner da ist. Meist in letzter Zeit sind die Preise höher, weil die Leute ja das schon wissen. Und du bist nicht hier polizeilich erfasst schon. Das, wenn ich den Namen hebe ich ja durch trotzdem. Und dann sagen sie ja gleich, ach von dem. Der zeigt auch schon öfter. Na, der ist bekannt. Ich hatte immer so. Naja, du guckst weg, deswegen frage ich. Nee, nee. Guck mal, die Betriebsanleitung. Aber nicht von dem Fahrrad. Ach so. Das ist eine allgemeine Betriebsanleitung. Nee, wie gesagt, wenn du. Ja, klar. Wenn du in das Kaufhaus hier. Katze ich anders gekriegt, da hast du Plastiktüte drin gehabt, da waren. Aber du kriegst einen Stempel, verstehst du? Du kriegst einen Stempel von dem, der es verkauft hat. Kriegst du immer. Auf oder der einen Kassenbon. Auf der Quittung war drauf. Richtig. Ja, und die braucht man. Und den Scheiß habe ich jetzt nicht mal. Das ist ja ein bisschen blöd, ja. Hallo. Eine Durchdruck habe ich nicht. Nee, da ist aber du kommst, hier du kommst her. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt immer wesentlich da ist. Ne? Das ist eher für mich, weil wie gesagt, ich habe das Rad hier bis zum 1. definitiv. Das kann ich mir nicht erlauben. Ist ja auch alles auf Kamera. Das ist das Schöne. Ach, hast du heimlich aufgenommen, ja? Nee, heimlich nicht. Die steht ja direkt vor dir. Das habe ich aufgenommen. Weil das mache ich nicht mehr ohne. Ich habe damit kein Problem. Naja, na, wäre ja auch ein Ding. Dann würde ich sie jetzt auch nicht mehr abnehmen. Fährst du 50 Euro? Kommst am 1. bitte rum. Da. Ja, und bringst einen Kaffee so, und ein Stück Kuchen mit. Viel, und 50 Euro. Ja, das sowieso. Dann hast du dein Rad auf alle Fälle noch. Okay. Alles schick. Macht ihr gerade ein Interview? Wir machen eine Transaktion. Verstehe. Du hast ihn zu dem Laden hier? Ja. Super. Bei meinem Mountainbike ist die Hinterachse gebrochen. Mhm. Gut, dann werde ich euch nicht mehr im Wege stehen. Bis zum 1. Bis zum 1. Mach's gut. Dann ciao. Ciao. So was reparabel? Die Comic ist am besten zum Qualität. Die Qualität. Die Qualität des verbauten Teils, welches gebrochen ist, ist welcher Natur? Steht wahrscheinlich was drauf. Was ist das für ein Mountainbike? Weiß nicht, das habe ich im Gebrauch gekauft, ist abgeschnitten. Ich glaube, es ist ein Terrafox. Ja, dann ist es keine gute Qualität. Dann müsste man wahrscheinlich, würde sich eher lohnen. Was machst du denn da? Das ist voll Model. Das ist doch keine Pistole oder so. Hast du eine erschossen? Jetzt ist doch gut, jetzt lass es doch mal stehen. Ist ja furchtbar. Ich hab Mojo gemessen. Mojo. Was ist denn das? Mojo. Mojo? Ist das nicht. Das ist ja auch egal. Ja. Also. Unabhängig davon, also ab 25 Euro gebraucht. Der Teil selber. Die Montage 15 Euro. Für ein Hinterrad, weil du musst die Kassette halt mit umbauen. Eine Kassette muss ja von einem Rad aufs andere Rad drauf, muss ja passen zu deinem. Also solltest dein altes Hinterrad auf alle Fälle mitbringen. Ja, das mache ich dann. Das macht das Schieben auch einfacher. Naja, manchmal brauchst du ja, du kannst ja auch, kann ja sein, also dass du. Tut's noch? Das kann ja sein, du musst ja nicht das ganze Rad mitbringen. Kann natürlich auch sein, dass du einfach nur mit dem Hinterrad kommst. Würde mir ja persönlich ausreichen. Ah, stimmt. Dass du das eben selber einbaust. Dann musst du nicht das ganze Rad durch die Gegend schieben. Aber, ja, aber das musst ja du selber. Einbauen, das ist ja irgendwie lästig. Oh Mann, nee, ich meine nicht einbauen. Ich habe früher echt alles selbst gemacht. Ich meine nicht den Einbau, ich meine die Kassette umzubauen. Ja. Das wirst du alleine nicht hinkriegen. Also den Einbau, das da hinten rauszukriegen aus dem Mountainbike, na, das traue ich dir immer schon zu. Aber ich habe letztes Mal sogar die Bremsbacken vorne austauschen lassen. Das kann man eigentlich, ist ja nicht so schwer. Aber es war mir dann einfach zu lästig, zu viel zu tun. Naja, na klar, bring's rum. Also wie auch immer. So oder so. Gut, dann sehen wir uns die Tage. Jetzt fahre ich jetzt mal das Wochenende, nächste Woche nochmal. Mach gut. Alles klar, tschüss. Ciao. Schönes Wochenende. Ja, das war die Transaktion. Ja. Du auch so gerne er wiederkommen möchte. Der kommt wahrscheinlich nicht wieder. Es kommen manchmal Sachen dazwischen. Also ich meine, der kann nur für 160 zusätzlich irgendwo einen scheiß Job machen. Kriegt die 160 dazu? Der
habe keinen Plan. Ja, mehr. Aber für einen Fuffi ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er wiederkommt. Weil für Fuffi, du kriegst mehr dafür. Du, da, die haben manchmal so Hürden, weißt du? Hast du ja gehört. Ja, Wolfgang hat eine Hürde, also schon mit einem Antrag nochmal abzuschicken. Wolle. Aber ist ja auch real. Ja. Ist ja ist nicht mein Ding. Ich kann das nicht. Ich kann das für Fuffi ihm beleihen, kann ihm die Chance geben, wiederzukommen. Und ansonsten. Du verkaufst es für 60 nächstes Jahr. Nee. Ansonsten jetzt als Mietrad, ganz einfach. Oh. Wird ein Mietrad fertig. Ja, wollte mal keinen Kopf machen. Dann ist es nicht verkauft. Insofern sollte er irgendwann wiederkommen, hat er immer noch die Chance, irgendwann auszulösen. Wisst ihr, wie ist er, wie ich meine? Und wenn er dann irgendwie nach ihm nicht gekommen ist, naja, dann kann man es bestimmt. Den hätten wir heute zum Essen. Wenn ich dazu komme, noch das Essen zu machen. Das ist alles ein Schwachsinn. Ja. Das nervt das alles ab. So, ich muss weitermachen. Ich hab eine Aufgabe. Die Kette aufsetzen und dann. Na, mach du doch! Ich kann es doch nicht allein. Natürlich, du siehst doch, wie das da aussieht. Die Kette ist, hat das Verschlussglied an dem Ende. Das musst du öffnen, dieses Verschlussglied. Das ist ja noch dran, das hat ich an der Kette wieder rangemacht. Ne? Das musst du öffnen und dann legst du die Kette auf und verschließt das Verschlussglied wieder. Habe ich jetzt verstanden, aber naja. Mann, du bist ja nur nie blöde, also nur wirklich. Oder bist du blöde? Ich sag dir mal was. Jetzt sagt er mir was. Mein Opa war Superingenieur, mein Vater war Pilot. Die super Linie, die was super. Ist ein Superingenieur? Der konnte dir dieses Haus bauen mit einer Bleistiftzeichnung. Nee, ein Haus bauen muss man mit Steine, nicht mit einer Bleistiftzeichnung. Zuerst muss ich einen kleinen Plan. Ne? Naja. Aber meine Mutter, die ist... Die kann kochen. Diese Linie... Kannst du das Rad mit runterbringen? Ich habe einiges verbockt. Deine Mutter! Er schimpft über seine Mutter. Ja, gibt's das ja. Die ist auch eine ganz liebevolle Mama. Die hat mir jeden Morgen den Kopf gekrault. Das ist dir nicht bekommen. Ist ja unglaublich. Den Kopf gekrault. Ich habe ja auch noch ein paar Jahrzehnte, das wieder rauszuholen. Der bremst ja, ist ja kaputt. Der Müll verkauft. Wie auch immer. Ja, kommt jetzt hinten erstmal hin. Bis zum Anfang des Monats kriegt ihr die Packung. In Reinickendorf. Playboy 51, kennst du. Ja, aber stimmt wohl, dass hier um der Ecke irgendwie einen An- und Verkauf gibt. Also der richtig damit wirkt, An- und Verkauf von den Brauchrädern. Mit Zahlen, hohe Preise und. Und am Ende. Kommst du an mit dem Rad denn? Aus Rad Fisico jetzt, ist schon der zweite jetzt. Der sagt, ja, wie viel da vorne? Und er sagt, ja, oh, haben sie 25 Euro geboten. Das ist natürlich Quatsch, weil die Räder steht ja am Ende, steht es ja für 180 denn am Laden bei denen. Ja. Ja, zum Verkauf. Ja. Also das ist natürlich das Betrug in meinen Augen. Das ist Geschäftssinn. Und jeder nee, das ist es nicht. Sie sagen ja, es ist nicht mehr wert. Man kann ja sagen, man kann es ja anders machen, aber man kann doch nicht so eine Werbung schieben und sagen, das ist der totale King und so und macht jetzt zurück die Welle. Na, verschließen? Was meinst du? Verschließen dann unten? Nee. Ja, das ist alles richtig. Also in die Richtung irgendwie? Nee, nee, nee. Ja, oben oder unten. Für mich geht es nur eine Richtung. Ich komme immer oben an, wenn ich mir Mölle mache. Ja, dann kann man unten an. Die Mölle. Ah, guck mal! Siehst du? Wie mache ich das jetzt? Ja, gar nicht, siehst du? Na, jetzt schon los. Jetzt aber bei der neuen Kette auf immer. Ne, dann muss ich die holen, weil ich nehmen kann. Sorry. Ja, dann hol sie bei Lampke und lass mal für die Werkzeugbenutzung hier. Was soll ich dir denn sagen? Ja, Entschuldigung, ich habe 20 Euro mit. Mal schauen, was ich das. Kriegst du heute alle? Kriegst du heute alle? Nee, dann kriegst du auch was. Moin. Hi. Versuchen wir nach einem Prophetfahrrad zufällig? Was für ein Prophetfahrrad? Nee. Nee, gut. Kannst du nee, vorbestellen? Ich hab ein Fahrrad. Nee, das nicht, aber vielleicht ist er ja gerade gekommen. Ich hab das ein kleiner also. Bruch. Bruch? Ja, Gabel. Ziemlich abgefahren, ne? Also, es war hier in der Nähe, aber ich war nur so 10 km/h unterwegs, aber das ist schon ein voller Oldtimer. Oh. Und jetzt bräuchte ich irgendwie die Gabel. Ja. Hast du sowas da? Hier drücken. Oder wisst ihr, wieso ich sowas krieg? Verzeihung. Jo, vielleicht Sekunde, dann guckst du noch rein. Machst du rauf, oder? Ich komm vorbei. Auf da, versuch Kopf einziehen. Ja. Schlinge. Ja.
Das ist ein Allen. Hallo, ja, genau. Ein Allen. Allen. Allen, auch noch das, ja. Ich muss jetzt weitermachen. Mit dir zum nicht. Ich muss jetzt weitermachen. Ich muss auch jetzt hier ausmachen wieder. Oder mach ich nicht aus? Ich wollte ja mein Rad hier eigentlich einbauen. Ach, jetzt kommt der mit dem und dann mit dem und. Ah, oh, ist jetzt schlimm. Alle Tiere im Boden. Ich muss auch mal was. Ja? Ich muss doch auch mal was arbeiten. Aber Tommy, dein Feld trocken aus heute. Ja, Feld gucken wir halt aus. Ja? Heute. Ja, ja, gut. Ja, die Zutaten sind noch frisch. Aber was soll ich denn machen? Ich hab doch zu dir gesagt, ich hab einen Arbeitsplatz, das ist mein Arbeitsplatz. Ja, das darf ich nicht in ganzer Weise behindern. Wenn du von dir aus dann auch sagst, na, du würdest auch gerne mal was kochen, na, dann musst du dann auch das durchziehen, ganz einfach. Und dann kannst du nicht alle anderen Leute auch einspannen und sagen, dann musst du dies machen und du das machen. Ich hab meine Aufgabe den ganzen Tag lang. Wen habe ich denn bisher eingespannt? Na, du willst einspannen. Ich will den einspannen. Ja, so ein Kochding ist ja auch eine Kooperation, dachte ich, ne? Ja, aber kann doch nicht, wenn ich mein Leben habe, was ich habe, habe ich dir gesagt von vornherein, wenn du gerne kochen möchtest, Dennis hat dir alles alleine geschnippelt, gemacht, getan, hat nebenbei seinen Scheiß noch gemacht und hat es gekocht. Und am Ende war es fertig. Carsten hat den ganzen Tag gekocht und am Ende war es fertig. Ja, der hat ja. Und wenn Marius was kocht, dann kocht er auch und am Ende ist fertig. Und dann sagt er, was ohne gekocht, aber es kann ja jeder schnell hinlegen. Ja, aber ich kann geben und nehmen, nicht? Ja, richtig. Jetzt sind sie nochmal dran. Und wenn ich mal hier ein Rad reparieren muss, dann ist es halt wichtig, wisst ihr? Er geht ja nicht, und wenn er dann auch woanders hingeht, um Teile zu kaufen, dann ist das halt. Dann ist dann schon mal dieses Büffel. Dann ist das nur ein Nehmen, das ist kein Geben mehr. Ein Nehmen? Wenn ich heute koche oder was? Ja, wenn du sagst, hier, mach mal schneller nach dem Motto, ich muss mal hier ran, dann fällt sonst alles aus. Das ist einfach Tatsache, das sind Realitäten, da kann ich auch nichts machen. Genau, das liegt jetzt hier auch mal zu tun, aber da muss das einfach sein. So, ein Hammer oder irgendwas, um das abzuklopfen? Wie machst du? Ich kann es nur auch auf Zahlen, ne? Wenn du das machen könntest?
Nee, kann ich nicht. Nee. Zeit. Ha? Keine Zeit? Nein, okay. Nicht anmelden. Kannst du hier verschieben. Jetzt siehst du ja, das wäre ja ein leichtes Lied zusammen. Das funktioniert ja nicht. Das kannst du ja verschieben. Also nimm es hier mal. Nicht, dass das ja zu offensichtlich, ne? Ja, aber also wenn da kein Kettenschloss bei ist, bei ist der gekauften dabei. Kette von Lamke, dann ist es vorbei. Na, dann musst du natürlich das dicke Glied rausnehmen komplett und das Kettenschloss, durch das Kettenschloss ersetzen. Tja, aber wie nehme ich jetzt nur eins raus? Okay, alles klar, jetzt verstanden. Ja. Das hier nicht, das du noch ab. Entkräftet. Das, genau, da nicht, das du noch ab. Und dann verbindest du die beiden miteinander. Okay, das Kettenschloss. Ah, okay. Ja, habe ich nicht. Was machst du? Das ist schwierig. Da brauchst du ein komplett neues Lager. Ja. Ja, das habe ich nicht. Also nicht auf jeden Fall in der Qualität. Okay, und in der anderen Qualität? Boah, rausgebröselt. Ich meine, das ist ja, die Kugeln sitzen nicht in die Dose drin, oder? Nee, naja, aber wenn du in die Dose gefahren bist, also hast du die Dose, aber auch immer nur ein T-Stack hat, dann ist er eigentlich schon zerstört. Was er sagt, wenn man wackelt beim Bremsen, dann ist das schon der Fall, dass dann die natürlich relativ schnell aufheben auch. Bei Lenkkopflager ist unbedingt bei Lenkkopflager auf festen Sitz zu achten, ja. Weil das ja innerhalb kürzester Zeit sich zerlegt und dann eben so eine Brüche entstehen. Okay. Aber wenn ich jetzt gar nicht Campagnolo will, sondern irgendwas anderes, wäre auch okay. Da gibt es ja was anderes ein. Da braucht es ein Zoll. Ja. Das ist auch nicht da, oder? Ich habe jetzt nur so ein ganz billiges da. Ja.
Seit 1900 irgendwas. Machen Sie Kugel drin. Also ich glaube seit 1900. So, ja. Also auch schon davor, vor 1900. Haben Sie immer mit Kugeln die Lager. Ja. Du reibst ja nicht Metall auf Metall. Man macht ja nicht Metall auf Metall. Da ist immer eine Kugel dazwischen. Und hier ist ja noch ein Restmetall von der alten Kugel. Irgendwo. Kann ich mehr. Also, geht mir so gesagt, alle gerade. Tommy! Ja, Tommy. Tommy für den Arsch! Gib keinen Tommy mehr. Ja, Spannung. Ja, nicht übermäßig, aber schon, dass sie nicht hängt. Ja. Mindestens. Nee. Erstmal ausschlagen. Erstmal beide Seiten ausschlagen. Dann wird das neue hier eingepresst. Hier auch noch. Siehst du, schon eingepresst werden. Das ist eine richtige Arbeit eigentlich. Nochmal zurückschieben, ziehen und nochmal. Auf Jahr 1. Ich muss die Bremse noch draufpassen. Da ist schon einiges weiter hinten hier. Natürlich, war ja nur eine Kette. Es war doch nur eine Kette. Das fällt sich schön. Angenehm. Was denn? Hier so ein Henker runter. Oh, ist umgekippt. Passt das? Ja, passt. Was hast du? Kein Ding ist.
Schönes Rad, muss man fühlen. Ist ja auch. Was hast du denn da? Alan. Vergoldet. Und auch schön unter Vergoldung. Hallo. Ja, ich finde es okay. Ich meine, es wird sich jetzt mit der Zeit eh so ein bisschen abgehauen. Abgebrochen. Gabelbruch. Ja, jetzt du! Mit deinem Geld mitgebracht. Mit deinem was für ein Rad? Centurion. Ah! Siehst du? Oh, das klappt ja. Das ist rot hier. Man lernt ja dazu. Fahren spätestens nochmal vorbeikommen oder eben du ziehst jetzt selber mal nach. Die Schraube und die Schraube. Okay. Obwohl da brauchst du nur gedacht, das ist eigentlich ist. Inbusen. Da komm mal lieber nochmal rum, dann gucken wir mal. Ja, super. Danke dir. War die Tüte. Später. Bis dann, ciao. Jetzt geht's aber los. Also nach 2 Wochen Bestellfrist kamen die Dinger endlich an. Ventilverlängerung für 20 Zoll Reifen. Und Lopi. Endlich geht's los. 2 Wochen. Internet. Manchmal halt auch ewig. Trübe, langweilig und zuverlässig. So, vorbereitet hatte ich schon. Furchtbar. Ich kann auch mir jetzt nerv. Ich tue mal Scheiß. Geh mir so auf den Sack. Das ist unglaublich. Wieder auf den Sack geht. Ey, Mann. Na So, also das Ventilschraube raus, das habe ich jetzt begriffen.
Und dann schraube ich das. Das Ventil drin, als Ventil. Genau, das schraube ich jetzt drin. Schraube ich drin. Ist ja nur eine Verlängerung, ne? Auf Zack haben wir Überlänge. Dann kommt hier oben das Ventil wieder rein. Das hier. Alles nur wegen der Felgen. Super, alles wegen der Felgen. Ich könnte kotzen. Was für ein Tag heute. Da wird die Frage ja auch erübrigt. Ich kann aber schon Schalkung drin. Nummer 2. Ich kann vorwiegend 22 Zoll. Ein bisschen zu groß. Ja, für mich. Also. Entschuldigung, Ventil raus, das alte hier. Schon groß. Hier, das alte Ventil raus, mit Hilfe der beigelegten Montage, Demontage. Geschichte. Ich wollte dir das erzählen. Ja, erzähl mir bitte. Ich habe eine E-Mail dahin geschickt. Ja. Jetzt hat die Frau Tugier angerufen, ja, und gemeint, ja, also mit der Erhöhung, das klappt. Hm? Schon mal so 300 Euro, ne? Ja. Und das ist kein Problem, allerdings die mit den Spätdiensten. Das geht nicht. Wieso nicht? Ich soll zwei machen. Zwei Spätdienste. Das sind ja. Also das funktioniert nicht. Das geht auch den anderen gegenüber ungefähr. So, ja, das ist auch kein Problem. Aber ich kann nur einen machen. Erstens muss ich dann wirklich, wenn ich arbeite,
Jemand bezahlen. Jemand nur bezahlen und wenn ich praktisch von zwei Tagen, also drei Tagen, die ich arbeite, zweimal nur bezahlen muss, dann verdiene ich an einem Tag Geld, wo ich drei Tage arbeite. Ja. Und dann brauche ich auch gar nicht arbeiten gehen, wenn ich eh nichts davon habe. Ja. Wenn ich es eins zu eins weitergebe, man verdient jetzt eins schon nicht sehr viel. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ich würde gerne eine Schraube haben für unser Fahrrad, Gepäckträger. Eine Schraube? Schraube, mit Zähne oder sowas. Ich muss mal gucken hier, ich hab eine Kramkiste. Du bist eine Kramkiste. Ja, so eine große Kramkiste. Guckst du mal rein? Ja. Und Werkzeug ist draußen in der blauen Box bei dem blauen Fahrrad, auf dem blauen Rad. Schön. Ja, kannst du benutzen. Danke. Bitte. Ja, also dann brauche ich auch gar nicht arbeiten gehen. Und dann lohnt sich es auch nicht für mich. Dann auch nicht arbeiten gehen, um das 1 zu 1 in die Betreuung zu bezahlen. Ja. Okay, nimmt sie erstmal so auf. Sie ist ja nicht der Chef, ne? Du besprichst sie mit Dr. Scholl, sie kann sich entscheiden. Ne? Sie versteht aber, was ich meine. Natürlich, ist klar. Und ich meine, es ist ja auch wichtig, dass man darüber sprechen kann. Also ja, man soll auch seine Wünsche äußern. Das ist, ich meine, das ist ja auch wichtig. Ich meine, man muss ja auch, muss man ja machen. Und sie wird es mit Dr. Scholl besprechen. Und er wird sich dann bestimmt bei mir nochmal melden oder sie. Aber ich denke nicht, dass das jetzt ein Riesenproblem sein wird. Wahrscheinlich mit. Zwei Spätdienste in drei Tagen, die du arbeitest, warum? Wer soll denn das machen? Wir können doch keine. Ich glaube, die wollen das auch einfach irgendwann durch Sicht setzen. Wir können doch keine 40, 40. Ja, weil es bei einer Vollzeitstelle okay ist. Du musst halt 10 Euro die Stunde zahlen, wir unseren Professionellen mindestens. Ja, mindestens. Ich denke auch, 10, 15 12 Euro. Euro wird das bestimmt. Bis 15 Euro. Das heißt, ich würde an dem Tag wirklich nichts verdienen, wenn ich einen Spätdienst mache. Ja, aber Minus machen. Naja, jetzt mittlerweile dann wahrscheinlich genau so. Ja, aber das ist Quatsch. Das ist toller Humbug. Außer ich arbeite den Tag, wo ich Spätdienst mache, länger, dass ich schon um 12 anfange. Aber das möchte ich erstmal langsam reinkommen. Ich möchte meine Sachen dann weitermachen. Ich brauche Zeit dafür. Und zwei Tage habe ich dann in der Woche, wie ich das machen kann, weißt du? Das müssen die aber nicht wissen. Müssen wir alles mit der Betreuung müssen wir anders machen. Das geht nicht. Dann kann man halt nicht bezahlen. Das ist eh so wenig. Das ist alle Quatsch. Hallo. Und was meinst du denn? Ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt in einem Prozess. Mit Mika auch und alles, das nervt mich jetzt alles. Ich möchte jetzt nicht darüber reden. Okay. Über sowas. Okay, nicht heute die Nummer 10, also ich denke mal, das geht klar so erstmal. Sich für mich so an. Was brauchst du denn? Sorry. What do you need? Are these the only ones front? The black ones or the black ones here and on this side. So not yeah. Like road bikes and that. No road bikes. Sorry. Thanks. Nervt mich so ab, ey. Na, dann fällt das heute aus mit dem Essen. Ich sag, meinetwegen fällt das aus mit dem Essen. Ach ja, die Sachen sind doch aber frisch. Ich sag, ja bitte, also liegt der dir. Also wenn er kochen will, dann kocht er. Wenn meine Frau kochen will, dann kocht sie ihn. Die ruft auch nicht raus und sagt, kannst du mal helfen, schnipseln oder so. Ja, und trotzdem kann jeder mitessen. Wenn Carsten kocht, dann kocht er. Fragt auch nicht, kannst du mal mithelfen, schnipseln, du kannst auch mitessen. Und wenn Dennis kocht, dann hat er auch hier unten alles alleine geschnipselt. Hat sich die Sachen zusammengesucht, ging mir nicht auf den Sack. Ja? Ja, das, der will auch Aufmerksamkeit, der kriegt ja auch nicht. Ja, was wir sehen, das ist ja alles richtig, aber auch so falsch. Und dann quatscht er jetzt den Kunden zu gerade mit. Ja, der war auch ein bisschen anscheinend angegriffen gefühlt, ne? Wenn du jetzt. Aber er hat dann gesagt. Entschuldigung, das war nur ein gut gemeinter Rat oder so. Die Reifen sind scheiße, die er drauf hat, hat er gesagt. Jetzt machen wir Plusreifen, recht neu. Ja, die habe ich mir da neu geholt. Ja, die sind scheiße. Die sind, ja, du musst dir holen die und die und die. Und dann musst du im Internet gucken, ob du die irgendwo billiger findest. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich muss runter. Ich dachte, kann nicht wahr sein. Im Internet, ob du die billiger kriegst. Erstens weißt du die da. Zweitens kann er hier vom Laden ja jedem erzählen. Findest du im Internet günstiger? Ist ja auch kein Geheimnis. Kann ich ja auch jedem erzählen. Im Internet, das ist alles günstiger. Ist ja ganz normal. Man hört ja eh dazu. Hier ist ja alles kein Geheimnis. Was die Sachen hier kosten, kosten im Internet weniger. Ist doch normal. Dafür habe ich sie aber hier. Und dafür haben die Leute einen Ansprechpartner. Ganz einfach. Wenn was ist, können sie herkommen. Können sie im Internet nicht. Und können sie hinschreiben und auch nur Antwort kaufen. Ja? Die war alles auf den Sack. Die war so auf den Sack. So, und dann sagt er noch zu ihm, na, und wenn du die Alten dann nicht mehr brauchst, dann kannst du sie ja mir geben. Dachte ich mir so, was ist das denn? Um Himmels Willen, dann kannst du sie ja mir geben. Nein, das geht gar nicht, da musst du eingreifen bei so einem Gespräch. Das geht nicht. Das ist ja wirklich das sich richtig so. Schön an. Jetzt kannst du ja wenigstens schon mal aufbauen. Hat er noch zu mir gesagt, ich sag, was ist denn los? Guck
bisschen wieder griechische Aggression, wenn ich das jetzt zuhöre. Bitte, kannst du ja nachher dabei sein. Es ist eine Katastrophe für mich. Nee, ist mir auch. Ich hab dir das von Anfang an gesagt, mir zu anstrengend. Ich bin gerade zufrieden mit meinem Gespräch. So, jetzt. Moin! Ja. Wie lange? Oder ein gebrauchtes. Ja. So oder so? Ja, wie denn? Okay. Was willst du denn? Leihen oder kaufen? Also kaufen die günstigen, das steht da, das ist für 80 Euro, dieses Diamant. Oh ja. Was da steht. Und zu leihen kostet 8 Euro am Tag, 40 Euro die Woche. Kommt drauf an, wie lange du das Fahrrad brauchst, benötigst. Ja, ich konnte endlich das fertig machen, auf alle Fälle. Ich freue mich für dich. Ich freue mich auch für mich. Ich habe sogar das Richtige bestellt, nicht beeindruckt. Genau, weil es genau so, dass die Verschraubung, man kann es nicht lösen, die Ventilverlängerung. Die Verschraubung verschwindet genau. Mhm. Deswegen brauchst du so lange, weil es so lange. Ja, dann habe ich. Schau mal, war geil. Cool, oder? Ja, Wahnsinn, ja. Ist von Cats on Bike hier. Schräg gegenüber. Aber es ist halt eine Kundin, die hier ja kam. Halt, ne? Also, na gut, ich gebe dir Reichweite. Ja, furchtbar, 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 alles. Alles furchtbar. Also der Mika kocht doch nicht. Das fällt aus, hat er mir jetzt gesagt. Weil es mir zu stressig alles. Keine Ahnung. Ist mir wohl egal. Kurioserweise ist so, ja, keiner gekommen. Also das ist, als hätten sie die rochen oder so. Ich ärgere mich ja immer über sowas, wenn man dann sagt, ja, man kocht, man macht, man tut und keiner kommt. Aber offensichtlich haben sie das alle gerochen, was ja gar nicht passieren wird. Also ist nicht besser. Ich stell mal vor, ich hätte jetzt noch aufgebaut draußen, alle Schirm und alle Gasflasche und angemacht. Und geht mir so auf den Sack. Tut mir ja so leid, aber geht mir so auf den Sack. Ja. Ich habe ja genug mit mir selbst zu tun. Alles unter einen Hut zu kriegen. Brauche ich nicht noch jemanden, der auch noch Betreuung braucht? Brauche ich einfach nicht. Muss nicht sein. Der spätesten Aufträge heute. Bremszug, Tausch. Die reißen ja gerne mal ab. Systemhebel. Machen wir es neu. Kein Problem. Dummy. Also einmal neu und wie durch Zauberei ist es wieder ganz. Tja, so einfach jetzt. So schnell kann es gehen. Einmal jetzt zwinkert, einmal nicht hingeguckt und schon funktioniert es wieder. Oh, fertig. Später.
Next one. Tja, die wollten wohl nicht zu mir. Aber so ist das. Kann man sich schon mal vertun. Geschickt in meiner Suche nach alten Teilen. Was suchst du denn? So. Frag mal ein paar so. Ob sowas noch zu finden. Ja, die sind halt verpresst, ne? Ja, die sind ja auch weit halt auf dem Boden. Na mal gucken, warte mal, Luki. Ich war die nicht verfinden und meine Freundin ist ja auch der Suche nach eine Klingel. Die und eine Klingel. Die zu so einem schönes Teil passen könnte. Ja, kannst du, natürlich. Kannst du. Tatsächlich auch sehr schön. Leider. Nee, was anderes habe ich da ja nicht. Nee, das ist schon so. Ich habe auch viele gefragt. Ich bin immer schon froh, dass ich die Dinger habe. Dann nehme ich ihn auch für Klappräder. Und wenn man es dann original haben will, einen schönen Zustand, dann habe ich eben noch 5-6 Stück davon. Ja. Ist auch selten zu finden, schätze ich mal. Goldshow. Ja, auf alle Fälle. Ja. Nee, was anderes leider nicht. Oh, das nimmst du für die Dinge? 6 Euro kostet die. Ja, ich habe frischen Gummi da. Also ich habe mir so einen Lenny gekauft. Ich wollte alle Fahrräder gleich machen und so. Und dann halt alle nach dem Muster. Kannst du da nicht selber was? Doch, sicher. Ich kann da bestimmt gerne was tun. Was ist denn das hier für... Ich habe mich in Style so krass verliebt. Ich habe es für 15 Euro im Sozialamt in Frankreich gefunden. Das Fahrrad? Ja. Ja, das ist ja, klar. Das ist auch schön, irgendwie. Ja, das Ding treu bleiben zu wollen. So, jetzt den Fahrrad. Also ich mag sehr gern alte Fahrräder. Das ist eine schöne Fundwese. Sehr guter Zustand. Ja, total. Ja. Ja, ja. Kann ich beide Dinge kombinieren? Habe ich noch was? Das ist noch Metallkonzept. Hast du einen Euro? Einen Euro wenigstens? Zwei habe ich. Nehme ich im Mund, nimmst du das? Zwei habe ich. Aber ich hätte ihn.
So, Klingelhalter. Ah, die Kinder. Ist doch schön. Ja. Oh. Ja. Ah. Kann ich besser klauen. Ja. Wir sind schon wieder bei Schwedkopf. Das möchte ich nicht. Ich bin schon schnell unterwegs mit dem Affen. Du willst auch mitmachen, oder? Guck nach vorne, guck nach vorne. Ist zu weit, wir fahren hier hin. Ich hab den auch gesagt, wir sollen nicht so weit weggehen. Das ist so ein Lichtkasten, oder? Ich war die ja auch nicht weggehen. Ja, eben. Bis zum Briefkasten, weiter nicht. Ja, müssen wir nicht so mal sagen. Wach, bis zum Briefkasten, weiter nicht. Ja, das reicht. Das reicht. Wir sind hier. Genau. Das ist ein Meter vor die Haustür, weiter nicht. Hallo? Nur bis zum Briefkasten, weil Skadi rennt sonst auch so weit weg. Was? Nur bis zum Briefkasten. Was? Ach, Menno. Ach, Menno. Wer ist denn der Menno? Wie weit? Nicht zum Spätkauf. Ja, am besten nur bis zum Briefkasten und nur bis zu unserer Haustür. Papa, kann ich mein Hart? Hä? Egal. Ach. Ich habe ein neues Hart. Ich habe ein neues Hart. Ich möchte nicht erfahren, ich nehme es runter. Ja, sie rollert Rad. Aber das kann sie gut. Nein! Auf die andere Seite. Zuerst auf die andere Seite. Und runterdrücken. Und drücken. Ja. Ja, das ist. Ey, Lubin, hast du das geschafft? Das Kali war lang schon richtig. Ja, stimmt. Den nehme ich mal auf den Arm. Das ist so stört. Jetzt die andere Seite wieder. Immer die Pedale, die oben ist. Fein! Super! Ein bisschen halten? Nein, ja, nicht halten. Mach mal weg, ich bin ganz gespannt, wie du das kannst.
Ja! Und tritt runter. Ja! Guck mal, Lu, Skadi ist auch ganz stolz auf dich. Toll! Na, die andere, das ist die andere. Gefällt mir. Mach mal weiter. Ich will sehen, dass du es kannst. Ja! Mann, das sieht immer besser aus. Nimm die Hand ja weg von mir. Fein! Super! Einmal frei. Nee, du hast hier deine Roller. Ja. Oh, cool. Hallo. Na. Komm, wir laufen schon vor. Lass sie das alleine machen. Du kannst es besser, wenn ich nicht dich festhalte. Komm. Ist okay. Ist okay, Marlies. Reicht, wa? Jo. Wir sind leider zu viel. Aber so ist es. Ja. Jetzt hat Geld, Ich kann da nicht. Ich kann da nicht. Ich kann da nicht. Ich hab gerade Wetterbericht gehört. Ab Montag, Dienstag müssen wir 20 Grad. Keine Wolke am Himmel. Ja, heute ist ja auch schön. Trotzdem ist es. Naja, war auch gut, ja. Aber gut, ja. Weil Schwimmbad ist nur zum Strand. Und da braucht ihr ein Schwimmbad. Ja, nur. Ich hab gedacht, der muss schon. Das ist ja heute wieder so. Ich
Anu, kannst du Luca kurz helfen mit aufmachen? Ich pack das Fahrrad mal an die Seite. Ich kann dich alles sagen, was da gibt's, Papa. Da war ja ein ganz stolzer Mann. Pippi. Was Pippi? Sie muss auf Toilette. Kannst du das Fahrrad kurz halten? Ach so, das ist ja keine Aussage, Pippi. Ja, Papa, Pippi. Weiß ja nicht. Das ist ja aus dem Feiern. Der ist am Feiern am Schlafen hier. Ach, wisst du ja wahrscheinlich, wann er schlafen geht. Naja, stimmt, ihr wart ja zusammen. Alle. Ja. Wolfgang und Alex, die haben ein Verhältnis. Bis zum Halb ohne hier. Mensch, warum hilfst du ihr denn, Anouk? Warum hilfst du ihr denn nicht aufschließen? Geh mal hin zur Tür. Wie geht's dir wohl aufschließen, hier? Na, lass mal. Na, geh mal, fahr mal hin jetzt. Sie wartet auf dich. Lass sie einfach an dir vorbeifahren. Weißt du denn, dass ich was gesagt habe? Großzügig überhört. Ich habe auch Mama nicht gehört, hat sie doch gesagt. Mama. Ja, aber woher soll sie denn wissen, dass ich das gesagt habe? Sie hat doch nur gesagt, sie hat auch Mama nicht gehört. Sie hat Mama nicht gehört. Das ist ein bisschen schief, ne? Oh, crazy safety! Setz sie doch mal gerade hin, vernünftig. Ja. Halt doch mal gerade hin. Oh. Ja, aber die hängt ja eh hier nur so. Ist ja ein bisschen klein. Sie will fahren. Die kannst du aufsetzen aufs Rad. Hier, kann ich hier für sie umbauen hier. Aber Kidsbike, das findet sie jetzt gerade gut, oder? Ja. Wahrlich? Ja. Das, weil es schön kurz ist, ne? Das ist ja viel von Sicherheit. Ne? Ja, und sie kann schon eine Pedale treten. Dein Ständer ist noch draußen. Ich hab dir gesagt, sie soll Einfluss auf den Pedale machen und dann so Roller. Ja, macht sie. Und dann macht sie. Macht sie gut. Hallo. Kann man heute einen Spaziergang machen in der Nacht? Ich dachte, du willst dich früh ausruhen. Ja, dachte ich auch. Dann gehst du morgen früh unter in den Schwimmbad. Eingeschlafen. Oh, was hier im Wasser. Warst du schon schwimmen, ja? Und wo? Spreewald fahren. Den Schlüssel. Oh. Mama muss ich was geben. Ach ja. Nein, die Sperre hat man gesehen. Gefällt mir da ja nicht so. Und wenn du noch nie da warst, dann kannst du ja nicht sagen, dass es dir da nicht gefällt. Doch, ey, doch. Ich will eh mal, war ich mal drin. Das könnte eine Weile her. Aber die haben ja umgebaut, wa? Na? Schon. Ja. Ich muss momentan keine haben. Ja, ihre Schwester noch. Na, Piet, nein. Ich weiß von ja nicht mehr. Ja, jetzt. Anouk, erzählt immer irgendeinen Blödsinn. Ich hab keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ich hab morgen Elke. Baden, fertig. Die doch, bleiben wir gehen einfach schwimmen. Hier. Wir gehen schwimmen. Wir sind irgendwo im Universum. Sich Wolfgang. Ich hab keine Ahnung von meiner Familie. Ich weiß nicht. Will ja nicht mehr wissen? Nein, das nervt. Das ist alles. Das Anouk immer irgendwas erzählt. Oh, das aus. Ist Wolfgang und Icke, wir sind hier. Ja, darf ich jetzt mal reden? Nein, interessiert überhaupt keinen. Du hast ja auch keine Ahnung. Siehst du? Die wissen nämlich auch nicht, dass ihre Schwester nicht hier mitkommt. Nee, der sieht auch so aus. Der sieht so aus. Das sieht auch so aus. Alter, sag ich, wir weiten ja, nee. Wir weiten da ja aus. Gott sei Dank, also. Gott sei Dank sieht jeder so aus, wo weiten wir. Ja, nee, das ist ja. Da gibt es ja Fahrzeuge da am Mittag draußen da. Sag ich was. Hab ich Bier halt, ja, und ich hab kein Bier, da nur Zelda. Ich hab nur Zelda. Wolfgang hat nur Zelda immer da. Hallo. Was hast du denn ein Brötchen?
nur. Ja, das hat drei Stück ja eine, müssen wir noch machen, sagt er. Und noch ich versuche beim Fahrradfahren wieder. Ja, haben wir schon gemacht. Und die wollen alle Bäume rummachen, wenn es da natürlich. Wow! Wow, super! Ey! Die andere Seite auch, toll! Das ist richtig toll gemacht, oder? Das war richtig schön. Jetzt noch ein bisschen sicherer wird und gerade dann, super! Ja? Nee, ruckzuck! Das ist ja nicht losgefahren. Ich sag jetzt, sieg los, sag ich. Das ist ja nicht losgefahren, hat er die nachher womit ich. Einen guten Platz festgemacht und um die Bäume da, damit wir die Kugel da gehen, wisst ihr, wie da gehen hauen. Ne? Ja, ja. Da sagt du mal, da komm ich da mitkommen, sag nee, da geht es nicht nach Hause, da. Eine Stunde. Bravo. Dann könnt ihr die mal benutzen und dann ja auf die Dein fahren. Wolfgang, du warst dabei. Meine Tochter hat Fahrradfahren gelernt. Innerhalb von einer Stunde. Kinder lernen so schnell, ist unglaublich. Kinder lernen alles schnell als Kinder, ja, ja. Unglaublich. Und sie sind da unten dran an der Ding da. Und sie sind da unten dran. Ja, das ist jetzt die Frage, oder? Ich kann auch schon Fahrrad fahren. Lachst du oder weinst du? Ich weine. Oh, den ganzen Tag. Was ist für Lachen? Den ganzen Tag. Nee, ich lache jetzt. Mama! Mann, ey, Mann, ist das, wie viel der Rad ist das? Da ich vorhin zusammengebaut. Aber es muss ein, Andrea, aber es muss natürlich ein BMW-Fahrer sein. Ja. Willst du zu mir? Du bist in die Kita jetzt. Ich bin noch nicht der Chef, ich bin nur die ausführende Kraft. Was brauchst du denn? Dann liegt er sich übereinander, natürlich in den Tier, und dann hast du wie so eine Verdickung.
Ich bin ganz stolz. Bist du auch ein bisschen stolz, oder? Ja. Ja. Ja, ja, ich meine, da geht es schon vier Jahre. Wolfgang, kannst du richtig gut Fahrrad fahren? Ja. Kannst du Fahrrad fahren? Ja. Ja, das ist so. Aber ich traue mich nicht, ich bin früher viel Zeit, ich war fünf, sechs Jahre noch. Kind Fahrrad fahren mehr? Wieso nicht? Findest du zu gefährlich? Ja. Das war ich nicht, zu gefährlich. Der Verkehr oder für dich jetzt? Verkehr und Gesundheit. Gesundheit. Fehlt. Ja, nicht geil. Ich will ja nicht mehr Samstag, Sonntag fahren. Ich will ja in der Woche auch fahren. Wa? Wie? Ich sag, ich will ja nicht nur Samstag, Sonntag fahren, sondern ich will ja in der Woche auch den Mann mit Fahrrad fahren. Wa? Ja, das ist richtig. Das war so typisch, was die gemacht haben. Wie bitte? Dass sie die Ente machen, wenn die dann ankommen. Ja, wahrscheinlich hat sie deswegen abgegeben. Die anderen Mitarbeiter, die haben es halt Ja, 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 in dem Alter. Ja, und jetzt ist halt so, das tut mir total leid für Michelle. Aber das ist nicht Papa. Das kann nicht so. Du hast doch Hallo gesagt. Das hat du gesagt. Also, es gibt doch Mutter, die sind
Aber kannst du nicht mit mir? Hallo, hallo. Hallo. Nicht mal was essen. Jetzt stehst du dumm da. Muss dir noch mal die Zähne putzen. Aber guck mal, wir essen es erst morgen. Ja, bitte. Nein, Mann. Ja, musst dir nochmal noch die Zähne putzen. Dann setzt euch hin. Naja, guck mal. Blumen darf auf alle Fälle was haben, weil sie hat ja. Ja, Fahrradfahren gelernt. Super. Ich darf immer nichts haben. Hier, gib Sadi was nicht sauer ist, ja? Anouk, darf nichts haben, weil. Sie die darf nichts haben, generell. Ja. Hey, wo sie darf was haben? Natürlich darf sie was haben. Papa, ich kenne ja eine Kreis Barbie-Karte. Weißt du, mein Problem ist. Eine Barbie-Karte? Und was ist das denn? So kriegst du keine Freunde, Lumen. Ja, du. Ich dir ein Spider-Man-Karte. Nein, ich esse die aber erstmal, weil sie sich keinen Sinn umgesetzt. Ja, Lumen, lass mich doch erstmal nicht mehr essen. Hier hinlegen. Was willst du? Ich nehme eine Schule. Also, ich mache eine Banane. Mann, das ist nicht aber so für dich. Ich nehme so Banane. Du zum Feierabend. Alles mit der Hand. Raus und rum und weg.
verschwindet. Kloppen sie sich da draußen. Zum späten Abend. Wir kontrollieren auch Scherben im Inneren des Mantels. Sichtprobe außen. Fühlprobe innen. Ach, sind laut. Nix drin. Talkum rein. Den Schlauch in den Mantel geben und am Ventil anfangen mit der Hand es zu verschließen. Fertig. So schön ist es. Fertig. Wenn man es kann, geht zu schnell. Nur wenn man es kann. Jetzt baue ich es hier rein. Egal. Runter in den Abgrund. Ja, ich kann nicht alles gleichzeitig an. Luki, du siehst schlimm aus. Du brauchst unbedingt ein bisschen. Für die Augen. Waldmeister. Waldschrat. Ein wenig Waldschrat. Gib das mal Andrea, lass das mal Andrea aufmachen. Damit, ja? Schere, weißt du? Komm her. Nee, nicht rum. Ich mag das. Ja, Baby, weißt du? Oh, du siehst ja aus. Was ist dir los? Ja. Was hast du denn da? Ja. Ich helfe dir hoch. Willst du? Ich? Mutter? Nein. Lass mal. Mach mal deinen Keks essen. Das ist ja kein Keks. Das ist ja Luther. Oh Gott, bitte. Danke. Oh Gott, das will. Ich will mit Strom.
Mittlerweile. Meine Tochter spielt mit Strom. Florian! Ja? Ja, wo ist denn das? Wo ist denn der Flo? Achso, du wurdest heute gesucht, wollte ich dir nur sagen. Du wurdest heute gesucht. Ja, keine Ahnung, waren zwei Typen hier, die haben nach dir gefragt. Was? Es waren zwei Typen da, die haben dann nach dir gefragt. Wie sahen die denn aus? Na, den kennst du hier, der ist mit so einem Lastenrad immer unterwegs gewesen. Der Carsten. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, Carsten. Der hat mal hier drüben gewohnt, irgendwo im Kiez. Ja, irgendwann mal, ja. Ja, das ist der Carsten. Und noch irgendjemand anders. So ein Sicker. Ach, weiß ich nicht, da ist irgendwas. War ich nicht vorbei. Tschüss, Tommy. Wollte irgendwas. Tschüss. Ja, die wollen immer irgendetwas. Das ist ja immer das Problem bei denen. Sie wollen immer irgendetwas. Ich hab keine Ahnung, wie sie gehen. Ja, wollte ich dir nur sagen. Jo, danke schön. Dann weiß ich Bescheid. Ja, das ist jetzt schon das dritte Mal hier gewesen irgendwie. Echt? Ja. Bin ja die ganze Zeit gar nicht da. Ja, ich hab ja auch gesagt, soll er dich vielleicht anrufen besser? Er meinte, ja, eigentlich aber, schon, ne? Der hat ja meine Telefonnummer. Er meinte, aber du gehst nicht ans Telefon. Deswegen, ja, doch. Keine Ahnung, was da los ist. Ich sag's ja nur. Wenn ich auf dem Festival bin, dann telefoniere ich nicht. Naja, dann hört man es vielleicht auch nicht so. Keine Ahnung. Ist jetzt meine Kleine auch draußen? Die kleine Tochter? Sind jetzt alle gerade drin. Oder ne, die laufen da hinten gerade alle längs. Die kleinste hoch? Ja, die kleinste, ich glaube. Ja, gut. Eins, zwei und die kleinste hoch. Gut, okay, danke. Na? Ja, jetzt ist man wieder. Ich bin ab dem 1.9. bin ich wieder weg. Ja, kann ich denen ja dann sagen. Naja, ne, nur so vor pro forma. Bin jetzt dann wieder auf Festival. Dann habe ich 6 Festivals durch, dann reicht es mir aber auch mit diesem Sommer. Naja, reicht ja dann auch, wa? Ja? Knete reicht ja dann auch, wa? Ja, also das letzte, das war Freundschaft. Freundschaft. Ja, das ist immer so ein Ding, ja. Aber dafür habe ich nächstes Jahr dann Kohle bei den Leuten. Naja, vielleicht. Aber die Sieg. Aber hier, deine Dings ist ja da, wa? Ist ja jemand da in der Bude. Nein, schon. Okay, bis dann. Bis dann, ciao. Auf alle Fälle der Schlauchwechsel, der letzte für heute, nehme ich mal an. Ich glaube, jetzt kommt nichts mehr. Hier beende ich. Also bis morgen. Morgen Samstag. Gucken, was da geht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir sind dabei. Also wir werden es erleben. Ich werde es erleben. Bis morgen.